Ja, erstmal herzlichen Dank, Frau Keller, für die Frage. Ja, ich finde es großartig, den Austausch erstmal zu haben, auch mit den Universitäten und mit den insbesondere den Studenten und Studentinnen von der Uni Würzburg. Ich habe da schon zwei Vorträge gehalten. Mir hat es mir sehr gefallen. Ist wirklich eine sehr, sehr gute und eine Alma Mater mit einer hohen, ja, mit einer hohen Qualität. Das merkt man, und einer großen Dynamik. Ja, vor dem Hintergrund: Was geht es uns? Wir wollen uns natürlich als Unternehmen auch präsentieren. Wir sind wirklich stolz, was wir hier machen, und wir wollen einfach auch uns auch darstellen in einer bestimmten Art und Weise. Man kennt uns nicht so. Wir sind keine Consumer Brand Gerresheimer. Wir haben ein starkes B2B-Geschäft. Wir sind in der pharmazeutischen Industrie im weitesten Sinne tätig als Zulieferer. Und ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, der mir gefällt, der Austausch mit den Studenten. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch die Studentinnen und Studenten davon überzeugen und begeistern können von unserem Haus. Am Ende ist ganz interessant. Also, was ich wirklich erwarte: Meine grundsätzliche Einstellung ist, don't hire for skills, but hire for attitude. Das heißt also, der Typ muss wirklich passen. Und ich erwarte von Studentinnen und Studenten, dass sie einfach mit einer großen Neugierde an neue Themen rangehen und mit einer großen Offenheit und in einer bestimmten Art und Weise, ich nenne es immer so, ein Mindset for Growth haben. Also wirklich wachsen wollen, konstruktiv, nicht defensiv, und so eine Haltung haben, die sehr offen und die sehr offen ist und einfach der Zukunft zugewandt. Das ist, was ich von den Studentinnen am Ende erwarte. Denn das Wissen lässt sich wirklich aneignen und bekommt man auch, aber die Attitude ist der entscheidende Unterschied machende Aspekt, denke ich, bei den jungen Leuten. Als Arbeitgeber, wir sind eine Firma, die sehr stark oder wächst, und man ist in einem Arbeitsumfeld tätig, der sehr positiv ist, der, wie gesagt, ein Stück weit der Zukunft auch zugewandt. Wir sind im Bereich tätig, der von der Struktur offensiv ist, neugierig ist, auf Innovationen ausgerichtet ist, lösungsorientiert ist und eben nicht in einer Diskussion ist mit schrumpfenden Marktanteilen, einfach sehr zukunftsgerichtete Firma. Und was kann man erwarten? Einfach, dass man mit hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammensitzt, interessante Themen bearbeiten kann und einfach mithilft, auch ein Purpose hat bei den Tätigkeiten, die man hat. Und wir sind eine global aufgestellte Firma, und das merkt man auch im Umgang. Wir haben 37 Werke in der ganzen Welt, also sind wirklich global aufgestellt. Also es ist wirklich für jemanden, der sozusagen ins Berufsleben einsteigen will, in einem Umfeld, das unternehmerisch ist und mittelständisch geprägt ist, wo man schnell auch in Verantwortung kommt, dann sind wir schon der richtige Arbeitgeber. Und der Rest versteht sich von selber. Gute Bezahlung, weitere Promotion-Themen und dass wir die jungen Leute auch weiterentwickeln, das versteht sich von selber. Aber ich glaube, das ist der Kern, dass wir wirklich eine Firma sind, wo man wirklich Freude hat zu arbeiten.